Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 119 am Dienstag, dem 30. Juli 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es normalerweise am Dienstag um Modeling und NLP, was man damit machen kann und wie man aus der Perspektive die Welt sieht. Der Podcast erscheint nicht hundertprozentig regelmäßig und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, empfehle ich dir, dass du meinen Newsletter abonnierst. Den bekommst du unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Heute geht's, ganz ehrlich, um Ehrlichkeit. Im letzten Podcast, das war der Nummer 118 vom 2. Juli. Ist einige Zeit her. Ich hatte zwischendurch anderes zu tun und kam nicht dazu, Podcasts in der Qualität zu machen, wie ich sie gerne gemacht hätte. Der letzte Podcast ging über Emotionen kontrollieren. Und zumindest auf meinem YouTube-Kanal war das oder ist das der erfolgreichste Podcast aus der ganzen Reihe. Das Thema scheint also zu interessieren. Drum dachte ich mir, ich nehme das Feedback gerne an und bleib dabei und mache jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Reihe wird oder ein Thema. Jedenfalls, ich nehme mir jetzt pro Podcast eine Emotion, wobei ich den Begriff Emotion sehr großzügig auslegen werde. Also ich nehme mir eine Emotion und werde darüber, ich würde beinahe sagen, meditieren. Aber ich sage meditieren nur, wenn du mir erlaubst, dass ich erkläre, was das Wort bedeutet. Weil es ist lateinisch und bedeutet auf Deutsch nachdenken. Also wir denken dann über so einen emotionalen Begriff nach. Und du ahnst schon, heute geht es um Ehrlichkeit. Und das wird jetzt hier keine Podcast-Reihe über Emotionen, das bleibt eine Podcast-Reihe über Modeling und NLP. Drum will ich diese Begriffe unter diesem Blickwinkel betrachten. Welche Rolle spielt das im NLP und welche Rolle spielt das im Modeling? Und dieser Begriff, mit dem ich jetzt hier einsteige, Ehrlichkeit, der hat für mich deswegen eine Bedeutung, weil ich vor vielen Jahren, ungefähr 20 Jahre ist das her, habe ich meine damalige NLP-Ausbildung ein bisschen umgebaut und nannte sie dann das Aries-Projekt. Und für dieses Aries-Projekt hatte ich damals 5 Werte definiert. Und das waren damals und sind es auch größtenteils noch heute meine persönlichen Hauptwerte. Und ich habe die ohne eine bestimmte Reihenfolge über dieses Projekt Training Coaching Netzwerk war der Untertitel gestellt. Und einer dieser 5 Werte war Ehrlichkeit. Die anderen übrigens waren Freiheit, Veränderung, Meisterschaft und Hilfsbereitschaft. Aber fangen wir mal an mit Ehrlichkeit. Und was mir damals auffiel, ist, dass mindestens 2 von diesen Werten wurden von den Leuten ganz anders verstanden, als ich sie eigentlich gedacht hatte. Bei der Ehrlichkeit dachten die allermeisten Leute daran, es ginge darum, ehrlich zu sein. Zu anderen zu sein. Wo ich sagen muss, ja, das ist durchaus auch eine Möglichkeit, aber ehrlich gesagt nicht die erste, an die ich gedacht habe. Ich dachte vor allem daran, ehrlich zu sich selber zu sein. Weil ich mache nun schon lange noch NLP und beschäftige mich mit all diesen Sachen und ich stelle fest, die Fähigkeit, ehrlich zu sich selbst zu sein, ich glaube, das ist eine der grundlegendsten und wichtigsten Fähigkeiten auf dem Weg zu einem glücklichen Leben und an den Stellen, wo das Leben nicht so glücklich ist, auf dem Weg zu einer gelungenen Veränderung. Also stell dir mal eine Coaching-Situation vor und jemand hat ein Problem und der Coach fragt, jetzt mal ehrlich, wo kommt denn das her? Ja, glaubst du, jemand weiß das? Es braucht oft mehrere Sitzungen, mehrere Stunden, um diese einfache Frage, wo kommt denn das eigentlich her,
Oder mal ehrlich, was hat denn das zu bedeuten? Oder mal ehrlich, wie können wir das lösen? Also es gibt so viele Fragen, auf die es keine einfache, schnelle und ehrliche Antwort gibt. Und natürlich gibt es auch das Thema, dass Leute sich selbst manchmal ein bisschen beschwindeln, also dass man selbst zu sich selbst nicht ehrlich ist. Aber meine Beobachtung ist, das sind Sonderfälle. Also wir reden gleich ein bisschen drüber, dass es durchaus sinnvoll und angemessen sein kann, andere Leute zu belügen. Aber meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Menschen sich selbst absichtlich belügen, sondern es geht wirklich mehr um das, ich will nicht sagen Unvermögen, es fehlt die Strategie. Und weil das hier ein Podcast über Modeling ist, werden wir uns die Strategie gleich angucken. Vorher will ich noch das andere machen, nämlich dieses ehrlich zu anderen. Das ist ja so ein Nullwort, so eine Worthülse, so ein Klischeewort, sei doch mal ehrlich. Also das ist ein Punkt, über den könnte ich mich schon seit 20, 30 Jahren aufregen. Was bedeutet es bitte, zu einem anderen Menschen ehrlich zu sein? Paul Watzlawick hat dazu vor ganz vielen Jahren mal einen wunderschönen Satz gesagt, und zwar meinte er, wahr ist nicht, was A meint, sondern was B versteht. Das heißt, wenn ich versuche, zu dir ehrlich zu sein, und wenn ich mein Empfinden so ehrlich, wie ich es vermag, in Worte fasse, ist das das eine. Was ganz anderes ist die Frage, ob du das verstehst, verstehen kannst, verstehen willst. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich dir was sagen möchte, und ich möchte es dir ganz ehrlich sagen, damit es dir gut geht, weil ich denke, das tut dir gut, und ich sage es und ich merke, dir geht es schlecht, weil du es anders verstanden hast, war ich dann ehrlich? Und Jordan Peterson, du weißt, ich mag Jordan Peterson sehr, hat hier in seinen 12 Regeln, in den 12 Rules for Life, eine Regel drin, die lautet, sag die Wahrheit oder zumindest lüge nicht. Und diesen Zusatz finde ich sehr gut und sehr wichtig, weil das beschreibt auch Jordan Peterson, ebenfalls Erkenntnistyp wahrscheinlich, wie schwer das oft ist, manchmal sogar unmöglich, die Wahrheit zu finden. Also, wenn ich dir sagen würde, mal ganz ehrlich, wie viel ist 2 und 2? Ich vermute mal, du fändest in dem Zusammenhang diesen vorangestellten Satz, mal ganz ehrlich, sehr seltsam, weil die Frage, wie viel ist 2 und 2, da sagst du einfach 4, da brauchst du nicht ehrlich zu sein. Es wäre auch bei der Frage irgendwie albern zu lügen. Also ich frage dich, mal ganz ehrlich, wie viel ist 2 und 2? Und du sagst, 5? Also ich meine, das kommt nicht vor. Dieses Wort Ehrlichkeit ist natürlich mit einer Emotion verbunden. Und diese Emotion, wir kommen gleich drauf, ist, glaube ich, im Unterschied zu der anderen, zu diesem zumindest Lüge, nicht leichter zu benennen. Ich habe das im Selbstcoaching manchmal, dass ich irgendein Thema bei mir eben selbst coache, und manche von diesen Coachings ziehen sich dann über Tage oder über Wochen. Und bisweilen ist das so, dass ich mir da viel Zeit nehmen muss, um irgendeine Frage ehrlich zu beantworten. Das Erste, wo ich das erlebt habe, war vor ganz vielen Jahren. Da war ich gerade ganz frisch NLP-Trainer. Und ein Kollege hat sich mit mir getroffen. Und der Kollege brachte dann noch einen jungen Mann mit, einem Teilnehmer. Und der guckte mich an, dieser junge Mann, mit ganz großen Augen, meinte zu mir, Ralf, du kannst doch NLP. Du bist doch NLP-Meister. Du kannst doch NLP. Du musst doch reich sein. Du musst doch gesund sein. Du musst doch glückliche Beziehungen haben. Und da kam diese ganze Liste. Und ich dachte mir so, bei mir ganz ehrlich, nö, es ist nicht so. Dem jungen Mann habe ich damals irgendeine ausweichende, abwiegelnde Antwort gegeben. Ich selber wusste, es ist nicht so. Aber ich wusste auch, dass viel von diesen Wünschen waren auch damals meine Wünsche, wie ich mit NLP angefangen hatte. Ich hatte mir damals auch versprochen, dass ich mit NLP alles das erreichen kann. Und dann nach einigen Jahren musste ich mir eingestehen, ich hatte es nicht erreicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum nicht? Und diese einfache Frage, warum hatte ich damals all diese Sachen nicht erreicht? Diese einfache Frage hat mich mehrere Wochen
gekostet, um sie zu beantworten? Also, das ist eine einfache Frage. Und da kann man ja sagen, Ralf, mal ehrlich, warum bist du nicht reich, gesund, in einer glücklichen Beziehung und so weiter und so fort? Also der damalige Stand betreffend. Sei doch mal ehrlich. Und ich habe mehrere Wochen damals darüber nachgedacht, getüftelt, geforscht, bis ich auf die Antwort gekommen bin. Und als ich die dann gefunden habe, die ehrliche Antwort, war das für mich ein großer Schritt, mir das einzugestehen, weil die ehrliche Antwort war, dass ich damals nicht bereit war, den Preis dafür zu bezahlen. Denn all diese Sachen, die du bei anderen Leuten siehst, die du so bewunderst, das ist für mich eine der größten Erkenntnisse aus dem Modeling. Man sieht zum Beispiel, dass jemand reich ist. Aber man sieht oft nicht auf den ersten Blick, was ihn das gekostet hat. Also was der Preis ist. Sei es nur im Sinne von Einsatz. Und von daher, es mag Leute auf der Welt geben, die beispielsweise gleichermaßen reich und gesund und in einer glücklichen Beziehung sind. Aber ganz ehrlich, mir würde jetzt im Augenblick keiner einfallen. Die Leute, die ich kenne, die eine von diesen Sachen sind, reich oder gesund, was auch immer das sein mag, oder in einer glücklichen Beziehung, soweit ich das sehe, zahlen die normalerweise einen Preis in einem anderen von diesen Bereichen. Das heißt nicht, dass wer reich ist, krank und einsam ist, überhaupt nicht. Aber wenn du einen von diesen Bereichen wirklich hochziehen möchtest, also aus finanziell okay wirklich ein Reichtum machen willst, dann ist es meistens so, dass es in dieser auf dem Weg dorthin Phasen gibt, wo du halt mal ein bisschen weniger Rücksicht auf deine Gesundheit nimmst. Oder dass es Phasen gibt, wo du mit Leuten, vielleicht sogar mit Leuten, die du liebst, auf eine Art umgehst, die eigentlich nicht so deinen Werten entspricht. Das ist ein Preis. Sodass du hinterher vielleicht in puncto Reichtum annähernd 100% erreicht hast und bei Gesundheit und Beziehung vielleicht 60%. Und ja, eine Möglichkeit ist halt zu sagen, ich möchte in allen diesen Bereichen einen guten Wert haben. Also ausreichend Geld, ausreichend gesund, ausreichend gute Beziehungen. Das war dann am Ende mein Weg, den ich gegangen bin. Aber unter der Anfangsidee, ich wollte das doch auch mal, warum bin ich es nicht? Ist es für mich heute noch die Referenzerfahrung, dass es manchmal lange dauert, sich selbst eine ehrliche Antwort zu geben. Und auf dem Weg dahin fand ich es hilfreich zu merken, dass es viel einfacher zu erspüren ist, was ist die unehrliche Antwort. Also wo lüge ich? Und manchmal ist die ehrlichste Antwort, die man geben kann, ein Schweigen oder ein ehrliches, ich weiß es nicht. Diese Idee, jedem anderen Menschen zu sagen, sei doch mal ehrlich, ist halt nicht auf dem gleichen Niveau wie dem zu sagen, wie viel ist 2 und 2 oder so eine Anweisung zu geben, wie halt dir mal die Hand an die Nase. Sei doch mal ehrlich. Und du weißt, es gibt so Fragen, nehmen wir mal den Klassiker, sei mal ehrlich, steht mir das Kleid? Ach, wenn du ein bisschen Lebenserfahrung hast, weißt du, dass die Frage, steht mir das Kleid, häufig nicht der Augenblick ist für eine ehrliche Antwort. Also es gibt die Sonderfälle, wo du aus ganzem Herzen hundertprozentig kongruent sagen kannst, ja, es steht dir. Aber es gibt die anderen 80%, wo du merkst, dass du jetzt eigentlich gerne sagen würdest, oh, diese Frage ruft nach einer differenzierten Antwort. Und du weißt genau, das ist jetzt nicht der Platz, um so zu antworten. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Der Person steht das Kleid nicht. Und dir liegt sehr viel an der Beziehung zu diesem Menschen. Also, du willst dem Menschen, du willst der Frau eine Freude machen, der Freundin. Und das Kleid steht dir trotzdem nicht in deinen Augen. Was ist jetzt die ehrliche Antwort? Also, wenn du wirklich diesen Menschen nicht verletzen willst, wäre es dann ehrlich zu sagen, nein, es steht dir nicht? Ja, das ist die Sachebene. Aber es ist unehrlich auf einer emotionalen Ebene. Was machst du jetzt? Das meine ich mit differenzierter Antwort. Also ich glaube, dass kaum jemand wirklich knallhart lügt. Das ist genauso wie diese Idee mit dem sei authentisch, wo ich mich immer fragte, wie ist denn die Alternative? Ich meine, kann man überhaupt unauthentisch sein? Wenn ich in irgendeinem Augenblick meines Lebens
inkongruent bin. Ich habe mehrere interne Anteile, innere Anteile. Der eine Anteil glaubt das, der andere Anteil glaubt das. Ja, was ist dann Ehrlichkeit? Was ist dann Authentizität? Und worauf fokussiert sich meine angebliche Ehrlichkeit? War es nicht, was A meint? War es, was B versteht? Und vielleicht ist es die ehrlichste Antwort, so etwas zu sagen wie: Du siehst nicht glücklich aus in diesem Kleid. Oder du siehst aus, als wärst du dir selbst nicht sicher. Das ist auf die konkrete Frage, steht mir das Kleid? Weder ein Ja noch ein Nein. Ich meine, du weißt genau, dass so eine Antwort wie: Ja, das ist ein schönes Kleid, ist heikel, weil da weiß man natürlich, worauf sich das bezieht. Aber genauso ehrlich wäre es ja zu wissen, dass dich vermutlich keine Freundin fragen würde: Mal ehrlich, ist 2 und 2 4? Also, wenn man sich selber sicher ist, warum fragt man dann jemanden? Das heißt, diese Frage zu stellen, zeigt ja schon, dass da irgendwo entweder Zweifel ist oder es eine Beziehungsaufforderung ist. Von daher ist die große Frage: Was ist an so einer Stelle Ehrlichkeit? Gucken wir uns mal trotzdem an aus der Modeling-Perspektive, wie Ehrlichkeit funktioniert. Es gibt ja eine eigene Coaching- und Therapiemethode, die im Grunde nur darauf aufbaut, auf dem, was jetzt kommt. Ich bin Erkenntnistyp, NLP arbeitet im Erkenntnisbereich, Modeling arbeitet auch im Erkenntnisbereich. Und ich glaube, Ehrlichkeit gehört auch zum Erkenntnisbereich, weil Ehrlichkeit, also kannst du dir vorstellen, ein Tier, was lügt, ein Tier, was nicht ehrlich ist, ein Baby, was nicht ehrlich ist. Also du merkst, es ist schwer vorstellbar. Bei Tieren gibt es vergleichbare Sachen, beim Baby kann man sich im Grunde nicht vorstellen, dass es nicht ehrlich ist. Dieses Wort gibt da keinen Sinn. Das heißt, Ehrlichkeit setzt was voraus. Und ich springe jetzt einfach mal rein, was meine These ist, was mein Modeling ist. Es setzt eine Abbildungsebene voraus. Das heißt, dass ich ehrlich sein kann, muss ich mir dessen bewusst sein, dass ich irgendein Abbild mache, normalerweise sprachlich. Ich sage etwas und dass es irgendetwas gibt, worauf sich das Abbild bezieht. Irgendeine Art von Wirklichkeit. Und wenn mein sprachliches inneres, äußeres Abbild die Wirklichkeit abbildet, dann bin ich ehrlich. Und wenn ich weiß, die Wirklichkeit ist so und ich bringe aber ein Abbild, was anders ist, dann lüge ich. Also wenn mich jemand fragt, warst du das? Und mein inneres Bild zeigt mir genau, dass ich das war und ich sage nein, dann ist das eine Lüge, weil das sprachliche Abbild, was ich gebe, entspricht nicht dem, wie ich die Wirklichkeit wahrgenommen habe. Das heißt, Ehrlichkeit braucht die Erkenntnis und das braucht die Wahrnehmung. Ohne saubere, klare Wahrnehmung, ohne den Mut, sich Dinge mal anzugucken, mit allen Sinnen, in Ruhe und normalerweise auch mit ruhigem Herzen, dass es nicht emotional getrübt ist, das ist der erste Schritt. Und aus dieser Wahrnehmung entsteht dann die Erkenntnis und diese Erkenntnis lässt sich in Worte fassen. Und wenn ich dann diese Worte weitergebe, dann kann ich ehrlich sein. Ohne Erkenntnis, ohne Wahrnehmung gibt es keine Ehrlichkeit. Das Ganze hatte ich im dritten Erlebniswochenende als Hauptthema. Da ging es um die Francis Bacon Strategie, die sich genau damit beschäftigt, wie mache ich mir eigentlich ein ehrliches Abbild der Wirklichkeit. Und die Methode, die damit hauptsächlich arbeitet, ist das Focusing. Da geht es darum, das ist auch ein sehr, sehr spannender Prozess, dass du irgendwas wahrnimmst. Und dann ist beim Focusing die Idee, dass du ein Wort, einen Begriff findest, der genau das abbildet, was du gerade wahrnimmst. Das braucht manchmal eine Stunde. Also wenn einer kommt und dich fragt, wie geht's dir jetzt, wie fühlst du dich? Also glücklich bist du, wenn du noch in Spiral Dynamic auf Orange bist, weil da gibt es genau zwei Antworten, gut und nicht gut oder gut und schlecht. Aber sobald du halt Richtung Grün gehst und emotionale Vielfalt, emotionale Differenzierung erlebst, weißt du genau, dass manchmal, wenn dir jemand die einfache Frage stellt, wie geht's dir, und du willst eine ehrliche Antwort geben, dann wäre die ehrliche Meta-Antwort: Hast du Zeit, mit mir eine Stunde zu forschen, dass ich das wahrnehme,
erforschend wahrnehme, dass ich es durch das Wahrnehmen erkenne und dass ich dann in einem Prozess, der mich vielleicht nochmal so lange Zeit kostet, Worte suche, die genau das abbilden. Das wäre Ehrlichkeit. Und wenn ich zu dir ehrlich sein will, käme noch ein weiterer Schritt dazu. Dann reicht es nämlich nicht, dass die Worte für mich das abbilden, was ich empfinde. Ich müsste auch noch Worte finden, die du genauso verstehst, wie ich sie gemeint habe, dass sie auch bei dir wiederum die Abbildung zu einer inneren Repräsentation führt, die im Großen und Ganzen dem entspricht, was ich empfunden habe. Das kann ich nur dann halbwegs sicher gewährleisten, wenn du mir Feedback gibst. Und jetzt beginnt ein Prozess, wo wir uns gegenseitig Feedback geben, wo wir gegenseitig unsere Wahrnehmung aufeinander abstimmen, unsere Abbildung aufeinander abstimmen. Das ist ein tiefer, sehr transformierender Prozess. Es ist ein Prozess, der nach Jordan Peterson im Grunde die Essenz jeder Therapie ist, dass der Klient das, was ist, in Worte fasst, einem Therapeuten oder Coach gegenüber, der es versteht und eine Rückmeldung gibt, die dem Klienten ein ziemlich sicheres Gefühl gibt, ich bin verstanden worden. Und das ist ein Weg, der ist so selten, darüber ging ja das fünfte Erlebniswochenende, das ist ein Weg, der ist so selten, ein Effekt, wirkliches Verstehen, das ist so selten, dass Jordan Peterson sagt, es gibt Leute, die erleben das nur zwei- oder dreimal im Leben. Viele Leute, sagt er, erleben das zum ersten Mal in Therapie. Ich glaube, du kannst es öfter erleben. Übrigens weiß ich, dass Ehrlichkeit wirklich eines der heilsamsten Gefühle ist und auch im Selbstcoaching. Das heißt, nehmen wir an, du machst ein Change History und willst ehrlich herausfinden, woher kommt das? Nehmen wir an, du machst ein Sex-Tip Reframe. Und du willst ehrlich rausfinden, was ist die gute Absicht von dem Teil? Und dann nehmen wir an, du machst ein Re-Imprinting und willst ehrlich herausfinden, was haben die anderen eigentlich in dem Augenblick empfunden? Was wollten sie und welche Ressourcen hätten sie gebraucht? Dann wirst du merken, dass um ein NLP-Format sauber und wirkungsvoll durchzuführen, musst du eigentlich an jeder Stelle nach genau dem suchen, was Ehrlichkeit ist. Du musst danach suchen, dass du den Mut hast, das wahrzunehmen, was ist. Den Mut hast, es dir wirklich anzusehen. Das ist die Erkenntnis. Und dann zu schauen, dass du es in irgendein Abbild, in irgendwelche Worte fassen kannst. Und dann kannst du damit arbeiten. Wie gesagt, Schritt 2, das mit anderen Leuten zu machen, ist auch möglich, ist aber selten und ist im Grunde eine Gnade, wenn man es erlebt. Ich glaube, man erlebt es wahrscheinlich am meisten in der Liebe, in der Freundschaft und in einem guten Coaching. Eine Frage habe ich noch zum Ende und das ist wirklich eine Frage, da habe ich noch keine hundertprozentige Antwort darauf, wie auf ganz viele Fragen, auf die ich noch keine Antwort habe. Gibt es Ehrlichkeit im Tun? Also kann man ehrlich und unehrlich handeln? Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Ja oder Nein gedacht hast. Ich merke, dass wenn ich zum Ja neige, fallen mir die Argumente für Nein ein. Wenn ich zum Nein neige, fallen mir die Argumente für Ja ein. Eine Seite von mir sagt, selbstverständlich, was immer du tust, ist natürlich ehrliches Tun. Also ich rede von Tun, ich rede nicht von Reden. Und eine andere Seite sagt, du kannst genauso mit deinen Handlungen lügen, natürlich. Die beste Antwort, die ich darauf habe, bezieht sich, jetzt kommt es ein drittes Mal, wieder auf Jordan Peterson. Der würde es bejahen, der würde sagen, nein, mit dem Tun kannst du nicht lügen, weil Jordan Peterson sagt, wenn du wissen willst, was jemand glaubt, also Glaubenssätze, Maps of Meaning, Beliefs, wenn du wissen willst, was jemand glaubt, dann guck, wie die Person handelt. Wenn du wissen willst, was du glaubst, dann schau, wie du handelst. Und ein Beispiel, was ich mir dazu überlegt habe, ist, wenn du an die Schwerkraft glaubst, dann wirst du dein Glas nicht in der Luft abstellen, weil du natürlich handelst innerhalb eines Systems, was für dich die Wahrheit ist. Von daher,
entspricht dein Handeln so gesehen immer der Wahrheit, in der du lebst? Das ist die beste Antwort, die ich weiß, ehrlich. Und von daher, auch wenn du, nehmen wir mal an, ein Klassiker für vielleicht unehrliches Handeln. Eine Person ist dir gar nicht so wichtig in dem Augenblick und du machst trotzdem tröstende Gesten. Sowas wie umarmen oder Schulterklopfen oder so weiter in der Richtung. Dann behaupte ich, irgendeine Seite in dir hat dafür natürlich einen Grund. Also vermutlich liegt dir doch ein bisschen was an der Person oder vielleicht gibt es nur so eine Art von gesellschaftlichen Konventionen, wo du sagst, das gehört sich jetzt. Aber es wird logischerweise irgendetwas in dir geben, wozu das jetzt passt. Und von daher ist es ehrlich. Weil ich gehe davon aus, wenn diese Person ein bisschen sensibel ist, wird sie merken, dass deine Berührung vielleicht bestimmte Elemente enthält, wo ein sensibler Mensch merken könnte, dass diese Berührung halt verschiedene Ebenen enthält, eben auch die andere. Ich bin da eher auf der Seite von dem, was die Kinesiologie am Anfang gesagt hat, der Körper lügt nicht. Also, ich habe keine hundertprozentig ehrliche Antwort, aber ich glaube, das Tun ist ehrlich. Das Fühlen wahrscheinlich auch. Ich glaube, die Begriffe Wahrheit und Lüge gehören dann doch zum Erkenntnisbereich. So, das war's für heute in dem Podcast über Ehrlichkeit. Und du wunderst dich vielleicht, warum ich jetzt schon dem Ende zuneige. Ja, das liegt daran, dass ich, habe es ja letztes Mal schon angekündigt, mich von dieser selbstgewählten Vorgabe befreit habe, dass so ein Podcast eine Stunde sein muss. Die Podcasts dauern ab jetzt so lang, wie sie dauern. Der letzte war zufällig, obwohl ich mir es da auch schon vorgenommen habe, war zufällig auch eine Stunde. Der heute liegt eher bei einer halben Stunde. Aber ich hoffe ganz ehrlich, dass er dir gefallen hat und freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.